Ja, Leute, es ist Saisonende, eine extrem erfolgreiche Periode beim FC Bayern geht aktuell auch so ein bisschen zu Ende. Drei Mitspieler von mir, Javi, David und Jerome, mit denen ich eigentlich fast meine gesamte bisherige Karriere beim FC Bayern bestritten habe, werden den Verein verlassen. Das ist nach all dieser unglaublich schönen Zeit natürlich auch eine traurige Komponente, die aber sicherlich da auch zum Leben und zum Berufsleben auch dazugehört. Ich wollte nur noch mal so ein bisschen auf die drei eingehen, weil sie einfach nicht nur besondere Mitspieler waren, lange Weggefährten, sondern auch ganz besondere Menschen sind. Fangen wir an vielleicht mit Javi. Lieber Javi, danke für all deinen Einsatz, für deine erfrischende Art, die du da aus Spanien auch mitgebracht hast. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Ich glaube, du warst immer sehr aufgeschlossen, auch für die Kultur in München, für die Kultur von Bayern München. Du warst schon immer auch so ein kleiner Schlawiner. Du hast dir von mir auch ein paar bayerische Wörter beibringen lassen und die Zeit mit dir hat immer Spaß gemacht und vor allem war eins wichtig, dass man immer auf dich zählen konnte, wenn es drauf ankam. Dann hast du deinen Kopf hingehalten und nicht nur durch deinen Einsatz viel Gutes für den FC Bayern und auch für mich persönlich getan, sondern auch mit zwei super Toren jeweils den europäischen Supercup gesichert. Also danke dafür, lieber Javi, und alles Gute und bis bald in der Zukunft. Lieber David, du kommst wie ich nicht ganz, aber trotzdem aus der Jugend des FC Bayern. Du wurdest in der Jugend verpflichtet, du kennst die Gegebenheiten vielleicht mit mir mit am besten. Du hast die längste Zeit hier beim FC Bayern auch verbracht. Uns verbindet natürlich auch noch so ein bisschen die Sprache, auch wenn ich jetzt natürlich weit weg vom Wiener Schmäh bin. Aber vielleicht war ich der Einzige, der dich zumindest vollumfänglich verstanden hat, die ganze Zeit über, unabhängig natürlich von deinen sportlichen überragenden Qualitäten. Du hast es ja sogar geschafft, in Österreich die österreichische Legende Marcel Hirscher als Sportler des Jahres sogar abzulösen. Und das hat, glaube ich, noch kein Nicht-Skifahrer geschafft, diese Trophäe irgendwie zu gewinnen. Und das zeigt nicht nur deinen Stellenwert innerhalb des Landes, sondern ja, du bist einfach ein wunderbarer Mensch und wir hatten so viel Spaß und die Erfolge, die schweißen einen natürlich zusammen. Also ich wollte mich ganz, ganz herzlich bedanken und ja, viel Glück bei deinem neuen Verein. Ich weiß natürlich noch nicht hundertprozentig welcher, aber es gibt Gerüchte natürlich. Und egal welcher Verein es dann am Ende wird, du wirst es bereuen, weil falls wir gegeneinander spielen, werde ich dir den Arsch versohlen. Ja, bis dann, mach's gut. Ja, und jetzt geht's noch zu Jerome. Vielleicht die besonderste Beziehung. Jerome und ich, mich verbindet mehr, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Nicht nur, dass wir uns jetzt auch all die Jahre miteinander auf dem Platz auch immer wieder verbrüdert haben, um die Erfolge zu feiern mit unserem Verein, mit der Nationalmannschaft. Bei allen großen sportlichen Momenten war Jerome an meiner Seite und ich an seiner, sondern auch, ich sag mal, neben dem Platz. Wir haben uns immer auch so ein bisschen behakt. Keiner von uns gibt gerne nach. Wir hatten schon auch das ein oder andere Rede- und Wortduell während unserer Zeit und ich habe es immer sehr genossen. Gerade du, Jerome, warst es auch, dem ich dann nochmal eine besondere Verbindung aufgebaut hat, als es bei uns beiden, sag ich mal, vor zweieinhalb Jahren erinnere ich mich an einen tollen Moment, als wir uns im Sommerurlaub kontaktiert haben und so ungefähr uns nochmal gegenseitig gepusht. Wir werden es nochmal allen zeigen und das haben wir geschafft. Nicht nur mit unserer Mannschaft jeweils, sondern auch persönlich. Wie du dich nochmal mit deiner Einstellung auch und mit deiner Arbeitsmoral da noch fitter gemacht hast als vielleicht noch ein paar Jahre zuvor, wie du wieder vorweggegangen bist und das habe ich alles sehr genossen und Hut ab für diesen Einsatz und für diese Leistung und warst immer ein toller Mitspieler und ich hoffe, dass wir
uns in Zukunft auch des Öfteren wiedersehen. Wie immer wird es bei mir jetzt auch ein bisschen lang, aber diese drei Spieler, die hätten eigentlich noch ein viel längeres Video verdient. Und in diesem Sinne, ich bin sehr dankbar dafür, für die Zeit mit euch und macht's gut. Au revoir. Eine gute Zeit, aber ihr werdet mich nicht los. Wir sehen uns bestimmt bald wieder, ne? Ciao.